Der letzte Tag des Allianz Wintercamps der FC Bayern Frauen. Abreise aus Cadiz, wo das Team 6 intensive Trainingstage verlebt hat. Für Veronika Bucchetti wird es ein besonderes Erlebnis werden. Beim anstehenden Spiel gegen Arsenal in Sevilla wird sie auf einige Kolleginnen des spanischen Teams treffen. Die sympathische Mittelfeldspielerin des FC Bayern ist in ihrer Heimat ein Superstar und ein Superstar muss auch fleißig Autogramme geben. Es fühlt sich toll an, wieder einmal in meiner Heimat zu sein. Es ist ein großes Spiel. Man sieht, dass sich die Fans richtig drauf freuen. Und deswegen wollen wir 100% geben und ihnen eine tolle Show liefern. Schon nach 4 Minuten die erste Chance für den deutschen Meister. Wiv Miedema prüft Arsenal-Torhüterin Sari van Veendel. Doch das sei vorweggenommen, für den Rest der ersten Hälfte klappt wenig bei den Bayern. Nur 2 Minuten später erzielt Arsenal das 1:0. Jordan Nobbs, die Torschützin. Nach 30 Minuten ist dann der Heimauftritt für Veronika Bucchetti zu Ende. Leicht angeschlagen verlässt sie das Spielfeld. In der zweiten Hälfte soll auf Seiten der Bayern alles besser werden. Und siehe da, es wird besser. Sarah Debritz mit dem Ausgleich. Doch wer jetzt glaubt, dass das der Umschwung ist, hat sich getäuscht. Nach einer Stunde dieser sehenswerte Konter der Londoner. Daniel Carter setzt sich eindrucksvoll durch und passt clever zu Natalia De Pablos. Das 2:1 für Arsenal. Nur 8 Minuten später, Melanie Behringer verliert am eigenen 16er den Ball. Und wieder ist es die Spanierin De Pablos, die den Ball im Bayern-Tor unterbringt. Erst in der Schlussphase kommen die Bayern zurück ins Spiel. Die eingewechselte Nicole Rolser mit der Riesenchance auf den Anschlusstreffer. Am Ende gewinnt Arsenal verdient mit 3:1. Für Veronika Bucchetti und ihr Team keine gelungene Generalprobe für den Bundesliga-Rückrundenstart gegen Köln. Wir sind richtig enttäuscht, weil wir diese Woche hart gearbeitet haben. Wir haben verschiedene neue Systeme einstudiert. Das ist nicht leicht und vielleicht hat es auch deshalb nicht so geklappt. Das 1:3 gegen Arsenal, ein gebrauchter Tag für die Bayern. Aber wenigstens mit persönlichem Abschluss für Veronika Bucchetti und ihre zahlreichen Fans.